And welcome, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we solved the chalice puzzle. We figured out what the meaning of this chalice actually is. Es ist kaum zu glauben, dass das derselbe Kelch ist. Das Licht spiegelt sich jetzt richtig in seiner perfekt polierten Oberfläche. Yeah, its meaning that is that it's a mirror, and it told us. But it showed us an image of a church with a square tower, a church that we have yet to find. But now we want to go back to Spain and return the chalice to its owner, as we have no further use for the chalice. Ich hatte den Kelch sowieso zurückbringen wollen, aber ich hätte nie erwartet, dass mich meine Spur hierher zurückführen würde. Die Villa de Vasconcellos liegt so malerisch da wie eh und je. Das Wetter ist noch immer gut. Und Lopez springt noch immer den verdammten Rasen. Ich fange an zu glauben, dass er chirurgisch an dem Ding befestigt worden ist. Hallo Lopez, was macht die Kunst? Senor Stobart, wie schön, Sie zu sehen. Geht es Ihnen gut? Prima, danke. Ist die Gräfin da? Sie wartet auf Sie. Ich bringe Sie rauf. Ist schon gut, ich kenne den Weg. Senor Stobart, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Entschuldigung. Nein, tun Sie nicht. Ich war unhöflich bei unserem ersten Zusammentreffen. Hören Sie, Lopez, vergessen Sie das ganz einfach. Ich bin hier ja auch reingeschneit wie ein Zeuge Jehovas. Ich hätte mir an Ihrer Stelle auch nicht vertraut. Sie verstehen nicht. Der Fund des Kelches hat meiner Herrin ein ganz neues Leben geschenkt. Es ist ein Wunder. Sie lächelt, sie lacht. Die Kaufleute denken schon, sie sei dem Prozack verfallen. Let's talk to Hallo Lopez, before haben we visit the Zeit Countess. Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? We are going to return the chalice. Kennen Sie die Geschichte von dem verschwundenen Kelch? Man ging allgemein davon aus, dass die Häscher der Inquisition ihn gestohlen haben, als sie in Abwesenheit von Don Carlos in dessen Haus eindrangen. Natürlich haben die alles geleugnet, genau wie sie leugneten, die Kinder verschleppt zu haben. Und ebenso natürlich glaubte ihnen niemand. Aber Sie haben doch die Wahrheit gesagt. Der Kelch war gut vor ihnen versteckt worden. Und Sie glauben nicht, dass Sie auch in Bezug auf die Kinder die Wahrheit gesagt haben? Madre Dios, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Aber was ist dann mit Ihnen passiert? Ich weiß es nicht. Wenn die Inquisition Sie nicht mitgenommen hat, wer dann? Sie müssen mit meiner Herrin darüber sprechen. Verlassen Sie sich drauf. Die Gräfin hat also das Gefühl, dass der Fluch von ihrer Familie genommen wurde. So direkt würde ich das nicht sagen. Ihre Entdeckung des Kelches ist der Beweis, dass die Tempelritter die de Vasconcellos nie im Stich gelassen haben. Das bedeutet meiner Herrin sehr viel. Bis später, Lopez. Adios, Senor Stobart. So it would seem that the children are still present here. Still present on this, this mansion somewhere. I mean the remains of the children. Ach, Senor Stobart, was für eine Freude. Bitte setzen Sie sich. Hallo, Frau Gräfin, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ich bringe Ihnen den Kelch zurück. Oh, Sie haben ihn gereinigt. Ja, da war dieser hilfsbereite Priester mit dem weichen Lappen. Haben Sie das Rätsel der Tempelritter gelöst? Nein, noch nicht. Ich weiß noch nicht einmal genau, was ich eigentlich suche. Es gibt viele Geschichten über Tempelritter.
die große Reichtümer heimlich beiseite schaffen. Was auch immer. Alles, was ich weiß, ist, dass ich es nicht den Bösen überlassen will. Ach, noch einmal jung zu sein und in einer Welt mit absoluten Moralbegriffen zu leben. Okay, ja, let's talk to her about these things in orders. Okay. Yeah, what about the chess figures? Da ist auch immer noch das Rätsel um die fehlende Schachfigur. Ich glaube nicht, dass sie jemals wiedergefunden wird. Solange nicht das Schicksal der Kinder aufgeklärt wird. Man hatte die Inquisition in Verdacht, den Kelch und die Kinder mitgenommen zu haben, stimmt's? Wir wissen jetzt, dass sie das erste dieser Verbrechen nicht begangen hat. Was wäre, wenn... sie die Kinder auch nicht verschleppt hätte? Was ist dann mit ihnen passiert? Die Inquisition hat zugegeben, Don Carlos Diener getötet zu haben. Diesem Diener war befohlen worden, die Kinder unter allen Umständen zu retten, richtig? Das ist korrekt. Ich vermute, er hat sie und den Kelch versteckt, als er vom Besuch der Inquisition Wind bekam. Nachdem er tot war und die Trauer Don Carlos in den Wahnsinn getrieben hatte, war niemand mehr übrig, der das Geheimnis kannte. Sie wissen natürlich, was das bedeutet, nicht wahr? Ich fürchte ja. Die Kinder sind immer noch hier, irgendwo. Wenn das so ist, dann wundert es mich gar nicht mehr, dass die Familie der De Vasconcellos verflucht ist. Ich habe noch etwas entdeckt, das in den Sarkophag von Don Carlos geschnitzt war. Biblische Stellenangaben. Was für Zitatstellen, Senior Stoppard? Psalmen 32,7, Korinther... Ich bin nicht bewandert genug in der Bibel, um Kapitel und Vers auswendig zuordnen zu können. Was ich meinte war, wie lauten die Zitate? Das habe ich doch glatt zu fragen vergessen. But there's a, well, we know that there's a Bible around here, so... yeah, we can fix this problem. Ich habe etwas Erstaunliches mit Hilfe dieses Kelches entdeckt. In Paris habe ich eine Kirche gefunden, in der man das Wappen erkannte. Ich habe dort das Grab von Don Carlos de Vasconcellos gefunden. Sind Sie sicher? Kann es sich nicht um einen Irrtum handeln? Das Wappen auf dem Kelch stimmt mit dem auf dem Grab überein. Unglaublich. Ihnen gebührt mein zutiefst empfundener Dank. Ich muss so schnell wie möglich dorthin. Klar, ich wäre glücklich, Ihnen die Stadt zeigen zu dürfen. Ich schaue mich mal um, wenn ich darf. Mein Haus ist auch Ihr Haus. Ich werde hier bleiben. Ja. Yeah. Let us try and look for the remains of the children. We should... let us talk to Lopez. I suppose he might know something about this. And then we'll go into the mausoleum and check that Bible for these Hallo references. Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, okay. So Bis there's später. No Adios. New dialogue, so let's go into the mausoleum. Oh, and I actually completely forgot to set a timer. I think this will do. Yeah, so can grab the Bible. And I suppose we return it to, Wait, before we do that, let's burn down that candle. Ich könnte dann nie...
Actually, no, this puzzle, so yeah, so that's why. So thing is, if you try to burn the candle with the window open, the fire will go out. You have to do this again. No, that's not what I meant, George. Sometimes it's a bit hard. Yeah. Sometimes it's a bit hard to tell the game what you want to do, even though you know what you want to do. I think that Nein, das just ist eine dämliche Idee. Ich beschließe. wait. So I just need to click on the candle, basically. But it doesn't let me for some reason. Ah, now it works. See, that's what I mean. It's just hard to tell what you're doing sometimes. So now we've lit this. Yeah. 700 years old candle, basically, that's irreplaceable. But it shall not have been in vain, because this candle reveals a key. Die Kerze hat besonders hell gebrannt, aber nur wenige Minuten. Irgendeine besondere Mischung vermute ich. Das hier ist dabei herausgekommen. Eine komplexe Form, von Expertenhand aus Stein geschnitten. Ich halte es für eine Art Schlüssel. So now we can go back to the Countess and check these biblical references. Hallo nochmal, darf ich mich setzen? Bitte bedienen Sie sich. About those references. Hier ist die Bibel aus dem Mausoleum. In Ordnung. Fangen wir an. Die erste Bibelstelle. Psalmen 32, 7. Du bist mein Versteck. Du rettest mich vor Ärger. Mein Versteck. Schrauben Sie Ihre Hoffnungen nicht zu hoch. Das kann uns ebenso gut nur zu dem Versteck führen, wo wir den Kelch gefunden haben. Sie haben natürlich recht. Das nächste Zitat. Okay, Johannes 4, 11. Johannes 4, 11. Hier. Der Brunnen ist tief. Das nächste, schnell. Okay. Korinther 4, 5. Hier ist es. Wird bringen ans Licht die verborgenen Dinge. Noch welche? Nur noch eins. Nochmal Psalmen 22, 21. Errette mich vor dem Maul des Löwen,
denn du hast mich erhört unter den Hörnern der Einhörner. Das Letzte ist verwirrend. Löwen, Einhörner? Was bedeutet das? Ich kann es nicht mal raten. Die Kernpunkte scheinen aber das Versteck und der tiefe Brunnen zu sein. Aber ein Mausoleum ist in keinem Sinn des Wortes ein Brunnen, Senior Stoppard. Gibt es denn einen Brunnen auf dem Anwesen? Ich weiß es nicht. Ich schätze, es muss mal einen gegeben haben. In früheren Zeiten. Lopez ist der Mann, der sich mit allem auskennt, was mit dem Haus zu tun hat. Den müssen Sie danach fragen. Okay, let's do so. After we've shown you the key. Was halten Sie hiervon? Das sieht aus wie eine Art Schlüssel. Wo haben Sie den her? Er steckte in der großen Kerze im Mausoleum. Innen drin? Was haben Sie damit gemacht? Ich habe sie angezündet. Aber die ist unersetzlich. Ups. Hören Sie, die Kerze sollte in dem Fall angezündet werden, dass die Mauren angreifen, richtig? Also sie ist in Windeseile runtergebrannt und hat diesen Schlüssel freigegeben. Vielleicht war das der eigentliche Zweck, warum die Kerze angezündet werden sollte. Worauf wollen Sie hinaus? Dass das Anzünden der Kerze nur das Gegenstück zum heutigen Scheibe im Notfall einschlagen war. Gefühle dürfen bei der Lösung des Rätsels nicht im Wege stehen. Sie haben das Richtige getan. Ich schaue mich noch ein wenig um. In Ordnung. Okay, let's go to Lopez. And ask him whether he knows of any wells on the on this mansion. Hallo Lopez, haben Sie kurz Zeit für mich? Aber sicher, Senor. Wie kann ich Ihnen helfen? We are looking for a well. Sie müssen doch eigentlich alles über dieses Anwesen wissen, was es zu wissen gibt. Sie. Ich habe mein ganzes Leben hier im Dienste der De Vasconcellos verbracht. Wissen Sie etwas von einem Brunnen hier? Ein Brunnen? Sie, Senor, das hier war mal eine befestigte Villa. Und wie soll man eine Belagerung ohne Wasser durchhalten? Großartig, wo ist er? Woher soll ich das wissen? Der Brunnen wurde im vorigen Jahrhundert verschlossen. Er war gefährlich. Und Sie haben keine Ahnung, wo er war? Keine. Er wurde sogar noch vor der Zeit meines Großvaters versiegelt. But how can we find it then? Aber Sie müssen doch eine vage Ahnung haben, wo er war. Er muss im Innenhof des alten Hauses gewesen sein. Das wäre etwa hier. Hier? Okay. Wie können wir ihn finden? Es könnte einen Weg geben. Lassen Sie mich nachdenken. Schon irgendwelche Ideen? Wir suchen nach einer Wasserstelle. Sie? Richtig. Seit vielen Generationen kennt die spanische Landbevölkerung einen geheimen Weg, Wasser aufzuspüren. Selbst wenn es mehrere Meter unter dem Boden liegt. Oh, Sie reden nicht zufällig von Wünschelroutengängern? Bitte? Sie wissen schon, Sie nehmen sich ein Stöckchen, rennen damit rum, bis es zuckt und da buddeln Sie dann. Ah, Sie haben schon davon gehört. Der größte Teil der Weltbevölkerung auch. Okay, suchen wir uns einen Stock. Uno momento. Es muss eine spezielle Route sein. Ein Y von einem Haselnussstrauch. In Ordnung. Haben Sie hier irgendwo Haselnüsse? Sie, hier. Das sind Haselnüsse. Bis später, Lopez. Okay, and adios, when we'll come back, folks, we are going to look for that Y made of hazel and we are going to find the well, hopefully. So until next time, folks, until then.